über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Je mehr ich über diese Kreaturen und ihre Beweggründe herausfinde, desto mehr hasse ich sie. Ich hasse sie dafür, was sie sind und dafür, was sie eines Tages werden könnten. Ich hasse sie nicht, weil sie uns hassen, sondern weil sie unfähig sind, guten, ehrlichen, menschlichen Hass zu empfinden. Inquisitor Angmar. Und damit sitzt ihr in eurem Versammlungssaal. Vor euch dampfendes Groggsfleisch, gut gewürzt, scharfe Soße, die vor euch steht, und zahlreiche andere Leckereien auf dem Tisch. Im großen Versammlungssaal um euch herum, die anderen Brüder von anderen Killteams um euch herum. Ihr könnt weitere Ultramarines sehen, Space Wolves, Salamanders und auch den einen oder anderen Black Templar oder Crimson Fist. Und habt ihr euch zunächst gesammelt, beißt in das gute Groggsfleisch vor euch hinein, lasst euch die Soße am Mundwinkel entlang laufen oder in den Bart hinein oder aber tupft es vorsichtig mit einer Serviette ab. Und könnt die Annehmlichkeiten dieser Watchstation noch einmal, ja, bevor es losgeht, genießen. Ihr befindet euch immer noch in Hestus und wollt demnächst aufbrechen. Naja, weiß schon jemand was zu unserem neuen Ziel? Ich habe gehört, es geht in den Orphos-Keil. Da waren wir, glaube ich, ganz am Anfang in Kastobel, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nur, wir sollen ein paar verirrte Schäfchen zurück zur Herde bringen. Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass es dort besser läuft als hier. Darauf trinke ich, Bruder. Auf jeden. Nehmt mir das nicht übel, Bruder, aber ihr trinkt auf alles. So muss das sein. Wenn es nichts mehr zu trinken gibt, erst dann muss man sich sorgen. Ja, in Tordal, neben dir sitzen noch zwei andere von deinen Völker Fenrika, Asnir der Verschlinger und Engard der Speer Widun Wulf, die sich wohl auch gerade köstlich über dieses Groggsfleisch amüsieren und stoßen dir dann in die Seite. Ich habe gehört, ihr wollt auch nach Aurum. Wollt ihr auch dahin? Nein, aber wir werden gemeinsam mit dir Aslan übersetzen. Unser Auftrag führt uns nach Eleusis. Was habt ihr da vor? Tyranniden abschlachten. Zumindest haben wir gehört, dass es da wohl Tyranniden geben soll. Ah, den hauen wir jetzt mächtig auf die Schnauze. So muss das sein. Ich schlag ihn extra mit mir eine zusätzlich auf die Fresse. Naja. Ja, wir sehen uns dann in den Käfigen, gehe ich mal von aus. Also, ich hatte schon mit Diaslan gesprochen, sagte irgendwas von 2 Wochen, die wir dann die Trainingskäfige benutzen dürfen. So sei es. Man setzt sie uns ab und ihr fliegt weiter nach Aurum, um mit diesen Auranern zu reden und ihnen den imperialen Frieden zu bringen und sowas. Ich glaube, ich wäre lieber an eurer Seite. Gebt ihnen einfach einen guten Schluck Mjöd zu trinken. Wenn sie es überleben, sollen sie mitmachen. Wenn sie sterben, sind sie schwach genug. Das ist eine Idee. Vielleicht sollte ich Professor mitnehmen. Und ihn direkt hineinstecken. Habt ihr schon darüber gesprochen, wer euer Anführer wird? Wir wissen doch gar nicht, worum es geht, oder? Wir wissen nur, dass wir dahin müssen. Wir sollen Kontakt mit ihnen aufnehmen. Gibt es irgendwelche Prüfungen oder so, die dort halten, die man gewinnen muss, um denen zu zeigen, dass man stark genug ist, um ihre Anerkennung oder ihren Respekt zu verdienen? Irgendwelche lokalen Gepflogenheiten. Wir müssen uns auch noch darüber unterhalten, wer unser Anführer wird, aber Eleusis ist eine sakristale Welt.
Da werden wir beide sicherlich zurückstecken und es irgendjemand anderes machen. Wir haben Toreos bei uns, das ist ein Ultramarine wie euer... du bist Octavius, oder? Ja, natürlich. Du hast diesen Gürtel bekommen, ne? Ja, hab ich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich danke dir, Bruder. Wir noch mal auf den Gürtel. Auf den Gürtel. Wir bekommen unsere Auszeichnung nicht geschenkt und überreicht. Wir müssen uns das verdienen. Ja, so ist es bei uns auch. Verderben. Naja, aber du hast den Gürtel ja jetzt nicht selbst erlegt, oder? Was willst du damit sagen? Was er sagen möchte, Bruder, ist, dass unsere Traditionen so unterschiedlich sind wie die von unseren kleinen Brüdern und den Menschen. Ja, kleine Brüder, ist klar. Ja, naja, gut. Er nimmt seine riesige Hand, wischt es ja einmal durch den Bart, wodurch noch mehr Soße verwischt wird. Besser sieht es danach nicht unbedingt aus. Er hebt sich dann, klopft Tordal mit seiner soßigen Hand auf die Schultern. Ja, wir müssen jetzt in die... Wir versuchen es noch einmal in dem Winter. Wir haben gehört, dass der Arenameister uns noch was vorbereitet hat. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll die Aslan oben auch noch warten. Da solltet ihr mal mit ihm reden, wenn ihr fertig seid. Auf jeden Fall werden wir das tun. Weißt du denn genau, wie viele hier? Was? Nicht alle durcheinander. Weißt du denn genauso viel wie du? Keine Ahnung, ob er mehr weiß. Ich weiß nur, dass ich mit ihm über Eloises gesprochen habe und er lässt uns halt raus. Sein Schiff ist halt okay. Und die fahren an Eloises vorbei, wenn man so will. Das ist ein kurzer Umweg. Naja, wie gesagt, er steht oben auf den Brücken. Ihr könnt uns dann ja zusehen und sehen, wie man das macht. Als Fürker Fenrika. Mit Sicherheit. Viel Erfolg. Danke. Ja, damit gehen die beiden Space Wolves vom Tisch und lassen euch erstmal zurück. Durch. Lack beiden natürlich noch vorher in die Hand, wie es sich anständig gehört. Und wende mich dann meinem Krug wieder zu. Ja, eure Brüder sind wie immer faszinierend und wenig diplomatisch. Ich nick Bruder Wilhelm zu. Leicht frustriert. Unsere Diplomatie hat schon immer funktioniert. Naja, mit unseren Freunden besser als mit unseren Verbündeten. Ja, toter Feind ist ein guter Feind. Der Imperator freut sich über jeglichen toten und vernichteten Feind. Was braucht man mehr? Naja, da wird euch hier niemand widersprechen. Aber wir sollten wirklich herausfinden, was diese Prüfungen sind. Hoffentlich müssen wir nichts jagen. Wieso das? Blicke mal vorwurfsvoll in Richtung unseres Space Wolves. Sollten wir Probleme bei der Jagd haben? Nein, wir werden keine Probleme haben. Wir werden Probleme haben, euch zurückzuhalten. Ich sehe immer noch nicht das Problem. Naja, ich befürchte, ihre Beute wird mit der eurigen nicht mithalten können. Vielleicht sollte ich ein paar Wölfe mitnehmen. Vielleicht fliegen wir noch kurz nach Fenris. Nun, wenn ich das recht verstanden habe, geht es darum, dass wir Erfolg haben und bei den Prüfungen beeindrucken. Entsprechend wäre eine, formulieren wir es freundlich, absolute Dominanz bei so etwas wie einer Jagd sicherlich hilfreich. Wo ist das Problem? Ja, ich will ja nur vermeiden, Bruder, dass du den gesamten Planeten ausrottest. Man war es wohl verdient. Naja, da magst du jetzt nicht Unrecht haben. Deswegen sehe ich immer noch nicht das Problem. Aber vielleicht sollten wir dennoch etwas informieren. Naja, ich bin sicher, für einen jeden von uns wird sich etwas finden. Aber wir sollten jetzt wirklich mal ein paar missionstaktische Informationen einholen. Sollten wir vielleicht Aslan aufsuchen? Ja... Wer möchte vorgehen? Ich finde mich auf diesem Scheißkahn nicht zurecht. Und dann kannst du mir folgen. Ich meine, ich weiß, wo er ist. Führt uns dorthin. Ich könnte ihn wahrscheinlich wittern.
Naja, Bruder, lass mich dich beruhigen. Am hohen Alter werden wir nicht sterben, bevor wir ihn finden. Will ich hoffen. Auf! Und damit den Krug, den Rest einfach erstmal hinter die Binde. Ja, so brecht ihr ebenso auf. Ihr könnt nach einer kurzen Suche auch die Plattform finden, wo unter arktischen Bedingungen gerade die Übung stattfindet, wie ihr sie auch vor kurzem in der Wüste abgehalten habt. Es ist also die identische Arena, nur dieses Mal nicht unter heißen, sondern unter kalten Bedingungen. Und wenn ihr dann auf die Plattform tretet, könnt ihr dort wohl den Freihändler erkennen, der dort auf den Metallplatten steht, nach unten blickt, was eure Ordensbrüder dort unten tun. Und es sieht wohl so aus, als ob er schon eine ganze Weile dort wartet. Er trägt einen ziemlich aufwendigen Krux-Hermelin-Pelzmantel um seine athletische Gestalt geschlungen. Ein paar Eisstückchen haben sich da wohl trotzdem schon an seinen Haaren gesammelt. Wenn dann der künstliche Wind direkt hinter ihm irgendwie bläst und das Trainingsgelände dann frisch hält, könnt ihr dann auch sehen, wie durch die gezackte Eisformation, es erinnerte vor allem Tordal so ein bisschen an Fenris, könnt ihr dann sehen, wie da euch unbekannte Xenos freigelassen werden, gerade durch die Käfige nach draußen getrieben werden. Und eure Ordensbrüder könnt ihr dann in der einige Kilometer entfernt gerade sehen, wie sie dann aus der Tech-Schmiede heraustreten, um dann in der Arena auf diese eigene Suche zu gehen, während die Xenos sich dort unten gerade eigene Verstecke buddeln in der bitteren Kälte. Der Freihändler richtet sich auf, als ihr dann reintretet, zieht seinen fellbesetzten Mantel noch ein bisschen enger um sich. Ja, danke, dass ihr bereit seid, mich zu empfangen. Ich würde euch einen Sessel oder ein wenig Armasack anbieten, aber leider mangelt es mir hier momentan ein wenig an Personal. Ist nicht, dass ihr mir die Gastfreundschaft der Deathwatcher in Frage stellt. Verzeiht die Verspätung. Ich hoffe, ihr musstet nicht zu lange auf uns warten. Auf euch warte ich gerne. Ich hatte bereits mit dem anderen Killteam dort nach unten gesprochen. Dabei kannst du auch sehen, wie wohl schon die erste Melterladung detoniert mit einem lauten Knall und das schneebedeckte Schlachtfeld für kurze Zeit anfängt zu leuchten und dann auch Wasser nach oben spritzt in einiger Entfernung. Verzeiht, es ist immer wieder beeindruckend. Falls ich mich wiederhole, ich habe so etwas noch nicht oft gesehen. Nun, ich will ganz offen mit euch sein, der Feldmarschall ist überzeugt, dass sich irgendeine Art von gefährlicher Xenos-Kreatur auf Aurum breit gemacht haben soll. Ich habe daran auch keinen Zweifel, dass ehrwürdige Krieger wie ihr der Kreatur mehr als nur gewachsen sein werdet. Ihr habt ja mein Essay bekommen, nicht wahr? Die Information, die ich auch der Inquisitorin Quist gegeben habe. Die Rede von Xenos, die sich ausgebreitet haben. Ich dachte, es geht darum, diplomatische Verbindungen zu den Aurelianern aufzubauen. Auch. Das Problem ist, dass immer wieder Agenten von uns gestorben sind. Vor allem menschliche, Administratum und Ekklesiarchie. Nun, irgendjemand wird sich dort unten wohl tummeln, irgendeine Art von Xenos. Und wir sind auch selbstverständlich nicht ganz mit den Auranern in Friedensverhandlungen getreten. Sie bezeugen zumindest, dass sie es nicht waren. Aber woher der Gedanke an Xenos? Ich muss jetzt nicht weiter als Katachan denken, um genug Gründe zu finden, warum ein Adeptus Administratum einfach auf einem Planeten stirbt. Besonders auf einem, der, soweit ich den Essay verstanden habe, eher primitiv ist. Gewisse angenehme Standardfunktionen einer anderen und weiterentwickelten Welt nicht aufweist. Der eine wilde Fauna oder sogar Flora besitzt. Tja, wir wissen wir wissen nicht viel über den Planeten. Wir haben Scans von der Oberfläche und wir haben die Berichte von den Uranern selbst. Aber wir konnten und durften Highstand des Marktzentrum noch nie verlassen. Wir hoffen, dass es euch anders ergeht. Aber zumindest die Scans zeigen an, dass Aurum eine sehr wertvolle Welt ist, deren Bevölkerung sich nun ja gerade im Zeitalter der Schatten
befindet. Sie haben keine Technologie, aber doch reichlich Promethium, was sie fördern. Und auch das Mechanikum hat nun Interesse gezeigt. Nun, sie sind zumindest allen Versuchen, auf sie Verhandlungen zu führen, widerstandsfähig. Und ihr Anführer ist ein wahrer Teufel von einem Krieger. Er nennt sich selbst Rylos Dunkelgeißel. Und er gestattet das, wie gesagt, nicht, dass wir eine nennenswerte Präsenz auf dieser Welt etablieren dürfen. Er erlaubt es nur wenigen Leuten, die wir dort stationieren dürfen, dass sie sich dann in der Hauptstadt umsehen dürfen. Verlassen dürfen sie allerdings nicht. Nun, eine Handvoll übereifriger Prospektoren, die es einmal gewagt hatten, diese Gesetze zu ignorieren, sie verschwanden. Was man ihnen wohl auch nicht übel nehmen darf. Sie führten zu dem raschen... Als in eurem Essay stand, aber meine Frage bleibt bestehen. Wie kommt ihr darauf, dass es Xenos waren? Vielleicht Pyramiden angesichts der Tatsache, dass Loises ja von ihnen gefallen ist? Irgendeinen Hinweis muss es da doch geben. Der Feldmarschall ist zumindest davon überzeugt. Ich selbst habe dort noch keine Tyranniden gesehen und auch die Auraner haben noch nicht davon berichtet. Aber ihr solltet am besten mit ihnen selbst sprechen. Sie sind ein stolzes Volk. Nun, ich fürchte, die unangenehme Wahrheit besteht darin, dass sie schlicht und einfach nicht in ausreichender Weise von uns beeindruckt sind. Es könnte sein, dass sie dort gegen Tyranniden oder Kreaturen kämpfen und es gar nicht wissen. Nun, ich klopfe mir einmal auf die Brust. Ich denke, das mit dem Beeindrucken sollten wir hinbekommen. Also, es sind diese Prospektoren verschwunden, sonst keine weiteren Mitarbeiter-Menschen. Na, vor einiger Zeit ist wohl auch noch eine Ekklesiarchin gestorben, die dort gemeinsam mit dem Vater stationiert war. Deswegen wurden die Bemühungen, euch nun einzusetzen, vom Feldmarschall durchgedrückt. Er hat direkt mit der Inquisition gesprochen und nun die traten dann an mich und nun, jetzt stehen wir hier. Nun, die unverlängerte Lebensspanne von Menschen ist in der Tat sehr kurz. Aber wenn sie ihre Hauptstadt nicht verlassen durften, dann müssen es ja Rumianer gewesen sein. Oder ist diese vermutete Xenos-Kreatur dann in die Hauptstadt eingedrungen? Also, euer Bericht erschließt sich mir nicht ganz. Gab es eine Autoption der Toten? Oder sind sie einfach verschwunden? Bisher konnten wir sie nicht wiederfinden, nein. Die Auraner selbst dürfen ihre Hauptstadt verlassen, falls das die Frage ist. Nur wir als imperiale Auswärtige, die von oben aus dem Himmel heruntersteigen, wir dürfen Heilstand nicht verlassen. Ja, also sind die Mitglieder des Ministeriums in der Stadt verschwunden und nicht? Davon gehen wir zumindest aus, ja. Und die Auraner behaupten, dass sie es nicht... Verzeiht, mein Lord, noch einmal die Frage. Gibt es keine Überwachungsaufzeichnungen oder dergleichen? Ich gehe davon aus, dass die dortige Botschaft in irgendeiner Weise gesichert sein sollte. Tja. Nicht, dass ich wüsste. Ich war zwar, wie gesagt, schon einige Male dort unten, aber da müsstet ihr tatsächlich mit der Mission sprechen. Dann wie ist denn der Technologiestand von Aurum? Quasi nicht vorhanden. Keine Metalle, die sie verarbeiten. Also, sie sind nicht in der, ich sag mal, Eisenzeit, sondern alles, was sie benutzen, sind Knochen. Okay, also können sie noch nicht mal Eisen verarbeiten? Nein. Wir würden ihnen, wie gesagt, gerne all unsere Technologien zur Verfügung stellen, aber sie lehnen es ab. Nun, dann vielleicht eine Frage, die ihr uns beantworten könnt, die relevanter ist. In eurem Essay war die Rede von einigen Prüfungen, die absolviert werden sollten, um zu zeigen, dass man entsprechend mächtig ein Mann, eine respektierte Person oder dergleichen ist. Was für Prüfungen sind das? Wie gestalten sie sich? Nun, Jagdprüfungen. Wir sind also nicht ganz sicher. Der Blick geht zu Tor an. Was für Jagd? Wer soll gejagt werden? Also, sie verfügen zumindest in der Hauptstadt selbst, verfügen sie über xenoide Kreaturen. Ich würde sie nicht ganz mit... Nun, wir sind Äxte.
Wahrscheinlich hiesig, wahrscheinlich dortige Fauna. Reitechsen sind es. Sicherlich so hoch, er deutet auf Schulterhöhe von sich. Ich sehe ihn, einen Fenriswölfe von der Größe. Wart ihr schon auf Fenris? Nein, mein Lord. Okay, dann könnt ihr natürlich nichts Vergleichendes mit der Größe bezeichnen. Aber die sollen wir jagen, um Prüfungen zu bestehen. Und damit ihr zumindest das Vertrauen von den Auranern bekommt. Danach werden sie euch vielleicht offener sein und ihr könnt sowohl sie in das Imperium eingliedern, als auch herausfinden, warum diese Ekklesiarchin verschwunden ist. Schwester Rachalis oder so etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsstet ihr unten fragen. Gibt es irgendein Ritual, wie sie gefangen werden müssen? Das müsstet ihr mit den Auranern klären, verzeiht. Ich werde euch auch nach Aurum begleiten. Also auch nach unten, nach Heilstand. Und euch dort für weitere Fragen offen stehen. Wir haben an der Stolz des Horizonts, mein leichter Kreuzer, auch noch einen weiteren Brigadegeneral von der vom Militarum, der euch nicht begleiten wird, aber der dort weiter diplomatische Verhandlungen aufnimmt. Ihr werdet ihn kennenlernen, Archibald Hess. Nun, klingt für mich aber relativ einfach für ein Killteam der Deathwatch, nicht wahr? Nun, eine Jagdprüfung bestehen und dann einen Mord aufklären und eventuell den einen oder anderen Tyranniden umbringen. Tyranniden? Sind sie ebenfalls dort gesichtet worden? Wie ich bereits sagte, ich wüsste zumindest nicht davon, aber könnte ja sein. Ich freue mich darauf, wenn ich jeden weiteren von diesen Abscheulichkeiten erschlagen habe. Wir könnten meinetwegen aufbrechen, wenn ihr eure Rüstungen, eure Ausrüstungen zusammengesucht habt und auch das Killteam dort unten. Er deutet auf den Schneesturm, der sich gerade gebildet hat und ein riesiger Eistornado, der sich gerade gebildet hat. Nun, wenn ihr fertig seid, dann brechen wir auf. Wir werden vorher nochmal nach Aloysius. Bei dem Anblick des Schneesturms kommt ja fast schon Heimatgefühle auf. Ja, Diaslan selbst zieht seinen Pelzmantel wieder enger zusammen. Nickt. Ist euch kalt? Ja, mein Lord. Jetzt kommen doch erst Wärme, heimliche Gefühle auf. Sagt, habt ihr auf eurem Schiff eine Schmiede oder dergleichen? Ich habe einige Dinge, die ich noch bearbeiten möchte. Und falls dieses fehlt, würde ich einmal beim hiesigen Quartiermeister nachfragen, ob ich etwas Werkzeug mitnehmen könnte. Wir haben eine kleine Schmiede, ja. Allerdings muss ich euch sagen, dass mein Maschinenseher vor einiger Zeit, er hatte einen Unfall. Aber ihr könnt die Schmiede benutzen, ich vertraue euch. Ich werde sie mir ansehen und mich mit ihr vertraut machen, vielen Dank. Falls ihr dort irgendwas für uns schmieden mögt, dann seid ihr in den 2 Wochen herzlich eingeladen. Rohmaterialien werdet ihr dort finden. Ich muss tatsächlich noch einmal mit dem Mechanikum sprechen, dass sie mir einen neuen Maschinenseher schicken. Nun, wenn ihr Sachen habt, die angefallen sind, in den 2 Wochen habe ich sicherlich genug Zeit, um mich zumindest einigen der Dinge zu widmen. Sehr gerne. Ja, dann nickt ihr euch zu und würde von der Plattform heruntertreten. Ihm ist tatsächlich unglaublich kalt, das könnt ihr auch an seiner Körpertemperatur dann sehen. Die Haut ist tatsächlich schon etwas blau und bei euch könnt ihr auch spüren, dass euer Mukranoid auch angesprungen ist, um euch vor der Kälte zu schützen. Je nachdem, ob ihr dann Rüstung tragt oder nicht, aber vor allem, wenn ihr auch keinen Helm anhabt, dann wird euch euer Mukranoid dann dementsprechend schützen. Ja, also ich denke, wir laufen normal schon mit Rüstung rum, aber halt ohne Helm. Ohne Helm, ja. Also für Torda hat hier keine Probleme, Bruder Ifrit als Salamander jedoch wesentlich mehr. Bei dir ist deine Mukranoid ja natürlich auch etwas kaputt. Ifrit, warst du ein Tech-Priester oder ein Devastator? Devastator. Devastator. Ah, okay. Aber wie jeder Sohn Vulkans bin ich mit dem Schmiedehandwerk vertraut. Versuche es zu praktizieren, wann immer es mir möglich ist.